Das WM-Kraken-Orakel. Es hat wieder gesprochen. Und jetzt wird alles gut. Denn Krake Paul sagt den Sieg gegen Ghana voraus. Der Oktopus aus dem Sea Life in Oberhausen hatte schon die ersten zwei Deutschlandspiele getippt. Und er lag zweimal richtig. Auch bei der Niederlage gegen Serbien. Und so orakelt Paul. Die Vorhersagen beruhen auf seinem Appetit. Das Sea Life Team stellt dem Oktopus zwei Gläser vor die Tentakel. Gekennzeichnet als die WM-Gegner Ghana und Deutschland. In beiden befindet sich ein Leckerli. Die Krake schwimmt zum deutschen Glas, dann zum Ghana-Glas. Zweifelt das Orakel? Wird es gar ein Unentschieden? Dann die Erleichterung. Paul wählt das Deutschland-Glas und schnappt nach seinem Futter. Das Kraken-Orakel hat wieder entschieden. Deutschland gewinnt gegen Ghana.